Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute ist der offizielle Release der vier neuen Hukain-Sorten und deswegen testen wir auch direkt die erste von den vier für euch, die nächsten drei kommen auch, aber als erstes dreht sich heute alles um den Sweetie. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Sweetie. Wie gesagt, eine der vier neuen Sorten von Hukain bzw. Hukain, wie auch immer ihr das aussprechen möchtet. Als erstes geht es heute um den Sweetie und das Ganze soll ein Himbeer- und Cranberry-Tabak sein. 16,90 € kosten euch die 200 Gramm wie gewohnt und ich würde sagen, ich blende euch jetzt erstes mal den Kopfbau ein. Da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Das hat sich beides extrem verbessert, wie ich finde. Der Schnitt ist feiner geworden. Ihr habt nicht mehr so tendenziell so ein paar grobe Stücke dabei. Also der alte Schnitt war ja relativ durchwachsen. Es sind noch ein paar kleine Ästchen dabei, aber auf jeden Fall nichts, was euch stören würde. Ich habe aber in der Dose jetzt ein relativ großes Ästchen gefunden, sollte aber eher die Ausnahme sein. In der Regel sieht das ziemlich gut aus. Molasse ist auch definitiv nicht zu viel dran, ist viel, viel besser geworden. Bei den alten Dosen hattet ihr ja teilweise unten noch eine ganz schöne Molassesuppe drin, ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Schnitt und Feuchtigkeit auf jeden Fall sehr, sehr zufriedenstellend. Dann kommen wir als nächstes mal zum Geruch von dem Ganzen. Bei Himbeere und Cranberry war ich auf jeden Fall schon mal ziemlich vorsichtig, denn ich kenne bis auf den Respawn keinen Himbeertabak, der wirklich gut ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob das Ganze taugen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es geil ist. Ich meine, ich rauche ihn ja schon immer, wir kommen gleich noch zum Geruch. Wir riechen aber erstmal dran und reden ein bisschen darüber, wie das Ganze riecht. Also ihr habt auf jeden Fall eine sehr, sehr frische, aber auch süße Himbeere im Vordergrund. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Cranberries riechen. Ich habe es schon ab und zu mal gegessen, aber meistens eher in getrockneter Form, irgendwie eine Müsli mit drin oder so. Weiß ich nicht, wie aussagekräftig das ist. Aber die Himbeere ist auf jeden Fall gut am Start vom Geruch und die Cranberry kommt auch gut rüber. Ich habe so eine saure Note, wie man das halt bei den Früchten auch erwarten würde. Aber es riecht trotzdem schön süß und auch sehr, sehr fruchtig. Also Geruch ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und wenn das so riechen sollte, beziehungsweise so schmecken sollte, wie es riecht, wird das auf jeden Fall brutal. Aber zuerst gucken wir uns nochmal die Rauchentwicklung an. Setup ist übrigens der Huayacaya Alpaca Bowl von Somo, obendrauf eine Smokebox mit zwei gerundeten 320 Grad Kohlen drin. Läuft auf jeden Fall brutal gut und der Tabak lässt sich extrem angenehm rauchen. Definitiv kein Drücken oder Kratzen am Start, genauso wie man sich das wünschen würde. Und ich denke, die Rauchentwicklung spricht auch definitiv für sich. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es nicht wirklich im Overpack gebaut. Also die Noppen von der Smokebox sollten so ganz leichten Kontakt unten zum Tabak haben, aber definitiv nicht mehr. Und dafür ist die Rauchentwicklung wirklich brutal. Ich musste auch direkt nochmal zwei, drei Züge nehmen. Ja, bei der Rauchentwicklung gehen auf jeden Fall auch die Ringe klar. Also wirklich brutale Rauchentwicklung. Der Kopf ist mittlerweile sogar mit einer meiner Favoriten. Ein ausführliches Review zu dem Setup kommt aber demnächst noch. Jetzt würde ich sagen, reden wir erstmal über den Geschmack. Und da bin ich sehr, sehr begeistert. Er schmeckt auf jeden Fall sehr intensiv. Nicht ganz so intensiv wie im Geruch. Das wäre aber auch fast zu brutal gewesen. Ihr habt auf jeden Fall immer noch die leckere Himbeere am Start, gefolgt von so einer Cranberry-Note, beziehungsweise das, was ich mir unter einer Cranberry-Note so vorstellen würde. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Die überladene Süße vom Geruch ist jetzt auf jeden Fall weg. Es ist eine angenehme Süße. Und ihr habt eine gute, gute frische Note am Start, die weder jetzt krass nach Menthol oder Minze schmeckt. Das ist einfach wirklich eine frische Note. Oder sagen wir mal eine sehr neutrale Mentholnote, die damit am Start ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, das könnte einer meiner neuen Favoriten sein, wenn ich mal was anderes als Traube rauchen möchte, was bei mir in letzter Zeit relativ selten vorkommt. Also ich bin auf jeden Fall begeistert von dem Tabak. Ich bin sehr gespannt auf die anderen Sorten. Von der einen oder anderen habe ich auch schon ein Köpfchen probiert. Da wird dann die Woche noch ein Review zu kommen. Ja, ich denke, das war's dann auch
noch dazu noch eine finale Sternebewertung. Ich muss dem Tabak definitiv 9 von 10 Sterne geben. Also viel Luft nach oben ist da für einen Himbeer- und Cranberry-Tabak auf jeden Fall nicht. Wäre aber natürlich gerne bereit, auch einen 10-Sterne-Tabak da zu probieren. Himbeere allgemein ja, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu treffen. Der Tabak hat es auf jeden Fall gemeistert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Sollte das so sein, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Shisha-WG.